ich hatte eine Stunde vorher noch zu meiner Frau gesagt, also heute gehen wir in den Flugzeug und weg. Stefan Birk, Pressestelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Gegen 15 Uhr sind bei uns auf der Leitstelle mehrere Notrufe eingegangen, dass hier im Bereich St. Augustin, hier am Pleiserwald, eine Sportmaschine abgestürzt sein soll. Wir sind dann zeitgleich mit der Feuerwehr hier eingetroffen. Auf dem Feld konnte dann diese im Vollbrand stehende Maschine festgestellt werden. Es gab noch kleinere Verpuffungen, vermutlich durch den Treibstoff. Und nachdem die Feuerwehr die Maschine gelöscht hatte, konnten wir leider nur noch die zwei Leichname in der Maschine sehen. Und unsere Kollegen von der Kriminalpolizei haben jetzt die ersten Ermittlungen aufgenommen. Und gleich wird auch hier noch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung erscheinen, die dann die weiteren Ermittlungen übernimmt, wie es zu diesem Unglück gekommen ist. Herbert Mauer, Leiter der Feuerwehr St. Augustin. Es handelte sich hier um das Einsatzstichwort Flugzeugabsturz 1.
Hier ist eine Propellermaschine auf dem freien Feld abgestürzt. Die Maschine war im Vollbrand bei Eintreffen der Feuerwehr. Wir sind mit insgesamt 48 Personen hier an der Einsatzstelle. Das Feuer konnte sehr schnell gelöscht werden. Leider kam es für die zwei Insassen des Flugzeugs zu spät. Ja, was sind jetzt hier noch die Maßnahmen der Feuerwehr an der Einsatzstelle? Wir sichern jetzt hier die Einsatzstelle noch ab mit Sichtschutz und unterstützen hier die Polizei bei Absicherungsmaßnahmen. Genau, es gibt ja diesen Flugplatz Hangela. Hatten Sie denn einen ähnlichen Einsatz oder passiert sowas häufiger, dass es zu einem Unfall hier kommt mit Flugzeugen? Ja, wir hatten solche Einsätze schon häufiger, nur wie es halt auch in diesem Fall ist, leider mit Todesfolgen. Ja, ich bin Jürgen Zenker, Anlieger hier am Niederpfälzer Wald. Ich selbst wohne im Hasenweg. Und ich saß mit Freunden auf der Terrasse, als wir plötzlich sahen, dass ein kleineres Flugzeug in einer Kurve auf uns zukam und dann aber hier zu dem Feld abgedreht hat und ist dann wenige Augenblicke später, gab es einen großen Bums, da war er runtergefallen. Wir sind sofort hier an den Häusern vorbei auf das Feld gelaufen, war vielleicht 2 nach 3, da schlugen schon aus, dort wo der Motor sitzt, schlugen schon kleine Flammen raus und wenig später hat es 4-mal Explosion gegeben und das ganze Flugzeug stand in guten Flammen und in 10 Minuten war alles vorbei. Wie ging das denn dann weiter? Sind Sie dann rausgegangen? Sind Sie zum Flugzeug gegangen? Nein, wir haben dann hier gestanden, dann kam die Feuerwehr, jede Menge Feuerwehr, Polizei. Meine Frau hatte angerufen, auch die andere Anlieger haben angerufen und die kamen relativ schnell, aber das Flugzeug war so in Flammen, da war im Grunde nichts mehr zu retten. Haben Sie sowas denn schon öfter mal erlebt, wenn Sie hier wohnen? Hier in der Nähe ist ja der Flugplatz? Nein, eigentlich nicht. Bei mir knapp am Haus ist schon mal ein Segelflugzeug vorbeigeflogen. Hier ist auch schon mal ein Ballon gelandet. Aber sonst eigentlich mit Flugzeugen haben wir hier nichts erlebt, was erwähnenswert wäre. Ja, mein Name ist Wiese, Hans-Joachim. Ich saß mit meiner Frau auf der Terrasse von Freunden. Und dann wurde von den beiden Freunden wurde dann ein Flugzeug festgestellt, das in Richtung Feld flog und auch schon leicht von den Flügeln her zu schlingern anfing, mit der Nase nach vorne flog und dann kurze Zeit darauf gab es einen riesen Knall und dann sind wir direkt anschließend hier auf das Feld gelaufen, um zu gucken, was passiert ist und da sahen wir dann, wie das Flugzeug abgestürzt war und auch schon relativ schnell Rauch aufstieg und so nach relativ kurzer Zeit fing es auch schon an zu brennen und innerhalb von 10 bis 15 Minuten war das ganze Flugzeug als Wrack schon abgebrannt. Mhm. Haben Sie sowas denn hier schon häufiger erlebt? Nein, noch nicht. Nein, das erste Mal. Das haben wir so noch nicht erlebt. Und Sie haben so gesehen, die Feuerwehr, die kam schon? Die kam relativ, für meine Begriffe, relativ schnell, so nach 10 Minuten bis einer Viertelstunde. Aber da war aus meiner Sicht nicht mehr viel zu retten, weil die Flammen schon im Grunde das ganze Flugzeug überdeckt hatten und auch schon zerstört hatten. Ja, wir hatten eigentlich Angst, dass das Flugzeug eventuell auf das Nachbarhaus stürzen konnte. Das wäre natürlich ganz schlimm gewesen, ne? Zumal die Eigentümer im Moment noch verreist sind. Ne? Das wussten wir über die Freunde. Aber zum Glück ist das ja nicht passiert und der Pilot hat ja dann hoffentlich noch mit viel Geschick auch das Flugzeug denn in der Situation auf das Feld lenken konnte.